Heute erkläre ich dir das halbschriftliche Multiplizieren. Multiplizieren ist das lateinische Wort für Mal nehmen. Fangen wir an. 3 mal 37. Das ist jetzt ja nicht so einfach, aber ich helfe dir. Wir nehmen wieder ein Lineal, wir arbeiten sauber und ordentlich. So, wir rechnen erst 3 mal 30, also die Zehnerzahlen. Die Zehner markieren wir uns wieder. 3 mal 30. Dann 3 mal 30 ist 3 mal 3 ist 9. Und da musst du einfach nur die 0 anhängen. 3 mal 30 ist dann 90. Jetzt rechnen wir die Einer. 3 mal 7. 3 mal, die Farbe für die Einer. 3 mal 7. Überleg mal, 1 mal 7 ist 7, 2 mal 7 ist 14, 3 mal 7 ist 21. Jetzt müssen wir diese beiden Ergebnisse zusammenrechnen. Das machen wir jetzt, indem wir es untereinander schreiben. 90 plus 21. Arbeite bitte wieder sauber. Rechnen es zusammen. So, 0 plus 1 ist 1. 9 plus 2 ist 11. 11 an. Das Ergebnis ist 111. Und das kannst du jetzt hier hinschreiben. 3 mal 37 ist 111. Gut, die nächste Aufgabe. 4 mal 19 ist gleich. Wir unterstreichen. So, wir unterstreichen nochmal. Hat nicht geklappt. So, wir rechnen wieder. Erst die Zehnerzahlen. 4 mal 10 ist gleich. Und dann rechnen wir 4 mal 9 ist gleich. 4 mal 9 ist gleich. Okay. 4 mal 1 ist 4. Und bei der 10 musst du einfach nur die 0 dranhängen. Also 4 mal 10 ist 40. 4 mal 9 ist, überlege genau, 1 mal 9 ist 9. 2 mal 9 ist 18. 3 mal 9 ist 27. 4 mal 9 ist 36. Diese beiden Zahlen müssen wir wieder zusammenrechnen. Also 40 plus 36. Wir arbeiten wieder sauber mit Lineal, ziehen einen Strich und rechnen wieder die Einer zusammen. 0 plus 6 ist 6. 4 plus 3 ist 7. 7 an. Also, 4 mal 19 ist 76. Die nächste Aufgabe, die rechnen wir mal gemeinsam. 5 mal 13 ist gleich. Überlege, was du zuerst rechnest. Du darfst es schon hinschreiben.
Schau her, ich helfe dir. 5 mal 10 ist gleich, also wir nehmen hier 5 mal 10 und dann rechnen wir 5 mal 3. Hier darfst du wieder mitrechnen. 5 mal 1 ist 5 und die 0 kommt einfach da dazu. 5 mal 10 ist 50. 5 mal 3 ist 5 mal 3. Einfacher ist vielleicht die Umkehraufgabe 3 mal 5. Das ist 15. Du rechnest es wieder zusammen, die 50 plus die 15. Wir unterstreichen das wieder mit Lineal. Plus, okay. 0 plus 5 ist 5. Wir schreiben die 5 an. 5 plus 1 ist 6. 65. Dieses Ergebnis kommt wieder nach oben. 5 mal 13 ist 65. Rechnen wir noch eine Aufgabe. 8 mal 22 ist gleich. Denk daran, du rechnest erst die Zehner. 8 mal 20. Hier markiere ich dir das wieder, weil diese 2 hier an der Zehnerstelle, die steht für 20. 8 mal 20 ist gleich. Kleine Aufgabe hilft dir. 8 mal 2 ist, denke mit, 8 mal 2 ist 16. Und dann nimmst du nur hier die 0 noch mit dazu. Jetzt müssen wir rechnen. 8 mal 2, das sind die Einer. 8 mal 2, ich markiere dir die Einer, hier oben wären sie hier gewesen und hier. Acht mal zwei ist, muss ich diesen Stift nehmen, 8 mal 2 ist 16. Jetzt zählen wir diese beiden Zahlen wieder zusammen. Du kannst, wenn du möchtest, es auch gleich hier zusammenrechnen. Dann musst du es nicht extra schreiben. Schau mal. Wir nehmen einfach hier, ziehen hier den Strich unter die beiden Zahlen. Wichtig ist natürlich, dass du die Einerstellen untereinander schreibst, die Zehnerstellen und die Hunderter. Ich markiere dir das nochmal. Da haben wir hier die Einer, die Zehner, hier und die Hunderter. Dann rechnen wir zusammen. 0 plus 6 ist 6. 6 an. 6 plus 1 ist 7. 7 an. 1 plus nichts ist 1. Das Ergebnis ist 176. Schau mal. Und dann kommt hier das Ergebnis hin. 8 mal 22 ist, ich tue es mal hier drüber schreiben, dann kannst du es nochmal genau mit den Hunderten und Zehnern erkennen. 176. Probiere jetzt diese Aufgabe mal alleine. 6 mal 25 ist gleich.
Denke daran, erst die Zehnerzahlen. Darfst schon schreiben. Ich helfe dir. 6 mal 20 ist gleich. 6 mal 2 ist 12. Und hier die 0 mit dazu. 6 mal 20 ist 120. Jetzt musst du rechnen. 6 mal 5. 6 mal 5 ist gleich. 1 mal 5 ist 5. 2 mal 5 ist 10. 3 mal 5 ist 15. 4 mal 5 ist 20. 5 mal 5 ist 25. 6 mal 5 ist 30. Achte dabei darauf, dass du genau die Zahlen richtig untereinander schreibst. Und dann können wir es wieder zusammenrechnen. Wir ziehen hier den Strich. 0 plus 0 ist 0. 2 plus 3 ist 5. 5 an. 1 plus nichts ist 1. Das Ergebnis ist 150. Und jetzt die letzte Aufgabe, dann hast du es geschafft. 5 mal 24 ist gleich. Ich lasse dich jetzt erst einmal rechnen. Schreibe dir die Aufgabe auf und rechne mal alleine. So, jetzt helfe ich dir. 5 mal 20 ist gleich die kleine Aufgabe. 5 mal 2 ist 10. Und die 0 noch einfach mit dazu. 5 mal 20 ist 100. Jetzt noch 5 mal 4. 5 mal 4 ist gleich. 1 mal 4 ist 4. 2 mal 4 ist 8. 3 mal 4 ist 12. 4 mal 4 ist 16. 5 mal 4 ist 20. Und ich glaube, das kannst du im Kopf rechnen. 100 plus 20 ist gleich 120. Und weißt du was? Das hast du ganz toll gemacht. Spitze!